Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kundinnen und Kunden. Schön, dass wir uns auch dieses Jahr wieder, wenn auch in etwas anderer Form, zu unserem wirtschaftspolitischen Vortrag zusammengefunden haben. Im letzten Jahr hatte ich eigentlich zum Ende des Vortrages oder unserer Veranstaltung die Hoffnung, dass wir uns auch dieses Jahr wieder gemütlich zusammenstellen können, die persönliche Nähe suchen, das Networking, aber die allgemeinen Umstände verhindern dies wieder. Sie wissen es, wir haben Inzidenzen, die eine Veranstaltung, wie wir sie normalerweise haben, nicht zulassen. Deshalb auch in diesem Jahr wieder virtuell. Ich hoffe aber, dass Sie auch zu Hause sich genauso an dem Vortrag, den wir nachher hören werden, erfreuen können und Ihnen auch das ein oder andere für Ihre persönliche Planung im Jahr 2022 geben wird. Ganz besonders freue ich mich, dass wir für den Vortrag heute Frau Professor Schnitzer haben gewinnen können. Ich werde im Anschluss dazu sicherlich noch das ein oder andere zur Person sagen können. Vorher Begrüßung durch unsere Verwaltungsratsvorsitzende, Frau Oberbürgermeister Kasta Meurer, sowie die Landrätinnen von Mainz-Bingen, Frau Dorothea Schäfer und von Bad Kreuznach, Frau Bettina Dickes. Ganz besonders freue ich mich, dass auch Herr Oberbürgermeister Klaus von Ingelheim uns anlässlich unserer Eröffnung der neuen Filiale in Ingelheim ein Grußwort mitgegeben hat. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen beim wirtschaftspolitischen Vortrag der Sparkasse Rhein-Nahe. Schön, dass Sie dabei sind, dass Sie zumindest online dabei sind. Ich empfinde es als sehr, sehr schade, dass wir uns nicht persönlich begegnen können, dass wir uns nicht austauschen können, vernetzen können. Aber das ist uns ja in diesem Jahr schon zum zweiten Mal nicht vergönnt. Ja, die Pandemie hat gerade in den Städten und so auch in der Stadt Bad Kreuznach große Auswirkungen auf das Zusammenleben. Die Digitalisierung hat unglaubliche Fortschritte gemacht in so manchen Unternehmen und auch gerade auch in unserer Stadtverwaltung. Aber für viele Schülerinnen und Schüler, die eben benachteiligt sind und die digitale Endgeräte zu Hause nicht für sich alleine nutzen können, die teilweise auch gar keinen Internetanschluss in der Familie haben, da hieß es natürlich in dem Bereich des Homeschoolings große, große Nachteile auf sich zu nehmen. Wir versuchen im Moment mit einem Bundesprogramm Aufholen nach Corona, wobei man das nach natürlich relativ sehen kann, diese Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. Aber es bedarf sicherlich noch lange, lange Anstrengungen, bis diese Nachteile ausgeglichen werden. Der zweite wesentliche Aspekt, der ja auch heute thematisiert wird, der Klimaschutz, die Gestaltung des Klimaschutzes und zwar sozial verträglich und sozial gerecht, ist die nächste Herausforderung, die auf uns als Städte zukommt. Das betrifft den Verkehr, das betrifft die Mobilität insgesamt und das ist ein großes Thema und auch hier stehen wir unter enormem Druck, weil wir uns das finanziell kaum leisten können, es so zu gestalten, dass gerade die Transformation von der Autostadt der 60er Jahre hin zur modernen und klimagerechten Mobilität unglaublich schwierig ist, wenn man nicht über die finanziellen Mittel verfügt. Ganz, ganz viele Themen, über die es sich sicher lohnt, sich auch in Zukunft noch auszutauschen. Und ich wünsche Ihnen für den heutigen wirtschaftspolitischen Vortrag viel Vergnügen und vor allen Dingen auch gute Impulse. Sehr geehrte Damen und Herren, im vergangenen Jahr habe ich gesagt, ich hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr wieder persönlich zum wirtschaftspolitischen Vortrag treffen können. Entgegen meiner Hoffnung stelle ich aber heute fest, dass uns die Pandemie weiter im Griff hat. Unser Gesundheitsamt verzeichnet leider steigende Fallzahlen. Die Kontaktnachverfolgung wird zunehmend schwierig. Dazu passt der Vortrag von Frau Professor Monika Schnitzer. Unser heutiges Thema lautet: Wann läuft es wieder rund? Aus der Corona-Krise zurück zur Normalität. Ich bin schon gespannt, welche Impulse Frau Schnitzer in die aktuelle Debatte einbringt. Denn mit der steigenden Zahl der Neuinfektionen kommt auch in diesem Herbst wieder die Unsicherheit über die kommende wirtschaftliche Entwicklung. Wenn wir etwas aus diesen schweren Zeiten mitnehmen können, ist es, dass vieles nicht selbstverständlich ist. Gleichzeitig sehen wir aber, dass uns die Pandemie auch vieles gelehrt hat. Unbekanntes wurde Bekanntes. Für viele ist es beispielsweise inzwischen normal, Gespräche über den digitalen Weg zu führen. Daraus entspringen auch neue Ideen, Konzepte, die es vielleicht unter normalen Umständen nie gegeben hätte. So können uns notwendige technische Entwicklungen den Alltag erleichtern
oder Anreize für die Wirtschaft bieten. Im heutigen Vortrag wird es auch viel um Zukunftsthemen gehen. Neben der Digitalisierung ist hier vor allem der Klimawandel zu nennen. Er stellt eine große Bedrohung für uns alle dar. Es ist daher offensichtlich, dass wir vor allem in diesen Bereichen Digitalisierung und Klimaschutz Zukunftsinvestitionen tätigen müssen. Denn diese Veränderungen in unserer Wirtschaft bieten gleichzeitig große Chancen für Unternehmen, aber auch für unsere Bürgerinnen und Bürger. Ich freue mich daher, dass der Landkreis Mainz-Bingen zusammen mit den Landkreisen Alzey-Worms und Bad Kreuznach vom Bund als eine Modellregion beim Zukunftsthema Wasserstoff ausgewählt wurde. Wir werden gemeinsam ein regional zugeschnittenes Wasserstoffkonzept entwickeln. Wir wollen schauen, inwieweit die Wasserstoffeinführung dazu dienen kann, zu weiteren Treibhausgaseinsparungen zu kommen. Egal, ob Corona, Digitalisierung oder Klimawandel, in Krisenzeiten zeigt sich immer wieder, wie kreativ und anpassungsfähig die Menschheit ist. Daher gibt es trotz allem auch Anlass für Optimismus, denken wir positiv. Und um mit gutem Beispiel voranzugehen, sage ich es auch in diesem Jahr wieder. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr wieder live und persönlich zum wirtschaftspolitischen Vortrag treffen können. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund. Guten Tag, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen und ich tue das auch in diesem Jahr wieder auf eine Weise, von der wir eigentlich dachten, dass sie hinter uns liegen würde. Wie sehr hatten wir uns alle gefreut, uns zum wirtschaftspolitischen Vortrag wieder live und in Farbe zu treffen. Und nicht nur wegen des Treffens als solches, sondern, und da gehe ich auch auf das Thema des heutigen Tages ein, weil wir raus aus der Corona-Pandemie wieder zurück in die Normalität wollten und wollen. Und leider haben die Infektionszahlen wieder solche Dimensionen angenommen, dass man natürlich überlegen muss, welche Veranstaltungen finden statt oder eben auch digital statt. Aber das haben wir im letzten Jahr gelernt. Für mich als auch Zuständige für die Corona-Pandemie hier im Landkreis Bad Kreuznach waren es natürlich eineinhalb Jahre, an denen wir versucht haben, neue Dinge aufzubauen, Menschen zu helfen und in irgendeiner Form das Leben hier in unserem Landkreis und auch damit das Wirtschaftsleben in unserem Landkreis so gut es irgendwie geht zu unterstützen. Das Thema der Gastronomie, das Thema vieler Geschäftsleute, die schließen mussten, jetzt das Thema von Lieferschwierigkeiten. Das sind alles Punkte, die das Leben nicht gerade einfach machen und vielleicht an der einen oder anderen Stelle mit dafür verantwortlich sind, dass wir alle ungeduldig und ungnädig mit dem werden, was uns so bewirkt. Und ich kann Ihnen nur hoffen und mit die Hoffnung auch mit dem heutigen Vortrag, wann kommen wir hier endlich raus, dass es tatsächlich bald vorangeht, dass wir über das Thema Impfen und auch Boosterimpfung bald das Thema Normalität ein bisschen mehr vor Augen sehen, dass das Leben wieder startet, dass wir wieder miteinander lachen und uns vor allem persönlich sehen können. Ich freue mich auf das nächste Zusammentreffen mit Ihnen und uns allen heute einen guten Vortrag. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren zu Hause an den digitalen Geräten, ein herzliches Willkommen auch von mir als Oberbürgermeister der Stadt Ingelheim hier aus dieser wunderbaren neuen Geschäftsstelle der Sparkasse Rhein-Ahr in Ingelheim. Übrigens die zweitgrößte Geschäftsstelle der Sparkasse Rhein-Ahr in ihrem Gebiet. Wir sind stolz darauf, dass die Sparkasse mit diesem Engagement Ingelheim stärkt, auch das Stadtzentrum Ingelheims stärkt und damit eine klare Aussage auch zum Standort Ingelheim trifft. Und so freuen wir uns, dass auch ich Sie zum wirtschaftspolitischen Vortrag der Sparkasse Rhein-Ahr hier begrüßen darf. Leider pandemiebedingt wieder in digitalem Format. Das lässt uns leider nicht direkt in die Augen schauen. Und das lässt vor allen Dingen den zweiten Teil dieser wunderbaren Veranstaltung, nämlich das Beisammensein, der Austausch, auch in diesem Jahr nicht so realisieren, wie wir uns das alle miteinander wünschen. Ich finde es aber schön und gut und sehr lobenswert, dass die Sparkasse Rhein-Ahr diese gute Tradition auch unter diesen Bedingungen fortsetzt und mit dem wirtschaftspolitischen Vortrag ein klares Zeichen auch ihres gesamten Engagements setzt. Dass auch in diesem Jahr mit Frau Professor Schnitzer, eine Mitglied des Sachverständigenrates, zu Gast ist und einen Vortrag hält, zeigt den hohen Anspruch und die hohe Qualität dieses
wirtschaftspolitischen Tages, den die Sparkasse Rhein-Nahe veranstaltet. Und ich bin natürlich wie Sie wahrscheinlich alle sehr gespannt auf diesen Vortrag. Wir sind ja eigentlich immer in spannenden Zeiten, aber in diesem Jahr ist es eine ganz besondere Zeit. Wir erwarten sozusagen eine neue Bundesregierung, die eine Menge von Aufgaben vor sich hat. Das Thema des Klimaschutzes, das Thema der Digitalisierung, der Transformation, Sicherung der Renten, all das sind große Aufgaben und große Themen, die diese Bundesregierung unter Einhaltung der Schuldenbremse und so, wie wir alle gehört haben, auch ohne neue Schuldenaufnahme bewerkstelligen will. Wie das alles gehen kann, ob dies überhaupt gehen kann, welche Instrumente es gibt. Ich glaube, ein spannender Vortrag erwartet uns. Und Frau Preußer-Schnitzer hat ja vor wenigen Tagen in einem Interview in der FAZ auch die ein oder anderen Themen angesprochen. Das Thema der Inflation, das Thema der kreditfinanzierten Gesellschaft als Alternative zu dem Thema der Schulden. Alles spannende Fragen und spannende Themen. Und so sind wir, glaube ich, gemeinsam jetzt sehr gespannt auch auf den Vortrag. Dazu wünsche ich Ihnen viel Freude und viel Spaß. Und ich hoffe sehr, dass wir uns im nächsten Jahr dann wieder direkt in Präsenz in unserer Kultur- und Veranstaltungshalle King hier in Ingelheim wiedersehen können zum wirtschaftspolitischen Vortrag und einem dann hoffentlich gemütlichen Beisammensein mit einem guten und spannenden Austausch über den Vortrag und über all das, was uns bewegt. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend. Vielen Dank an unsere Verwaltungsratsmitglieder, an die Landrätinnen und die Oberbürgermeisterin und den Oberbürgermeister. Es ist guter Brauch, dass Sie an dieser Stelle ein bisschen was erzählen über unser Geschäftsjahr, das abgelaufene Geschäftsjahr 2021. Und ich kann vorab sagen, dass wir in 2021 doch ein recht erfolgreiches Jahr hinter uns gebracht haben. Natürlich hat uns auch dieses Jahr die Corona-Pandemie wieder in Beschlag genommen. Gleichzeitig drücken die Niedrigzinsen und Negativzinsen, wie wir sie in der Vergangenheit schon gesehen haben, auf die Ergebnisse von Banken und Sparkassen. Ich bin sicher, dass Frau Professor Schnitzer das ein oder andere dazu zu sagen hat und uns mit auf den Weg geben kann für das Jahr 2022, wie wir beispielsweise an der Zinsfront weitermachen. Wie Sie wissen, haben wir auch unser Geschäftsmodell in frühen Jahren schon angepasst und ergänzt um Geschäftsfelder wie zum Beispiel die Projektentwicklungen oder die strukturierten Finanzierungen, sodass wir in 2021 doch völlig reibungsfrei arbeiten können. Auch hier ist es eigentlich immer das Gleiche. Ist es die Kundenbindung, ist der Respekt, den man sich wechselseitig entgegenbringt, die persönliche Verbindung, die wir haben und die letztlich auch den Unterschied ausmacht zu anderen Institutionen. Wir sind auch, Sie wissen, dass im Ahrtal es doch, was die Umweltkatastrophen anbelangt, doch ordentlich zugeschlagen hat. Und wir haben auch unsere Nachbarsparkasse in Ahrweiler mit Rat und Tat zur Verfügung gestellt und über die ein oder andere Situation hinweggeholfen. Und es zeigt eben gut, wie die Kollegen in den Sparkassen in Rheinland-Pfalz, wir waren nicht die Einzigen, die geholfen haben, zusammenfinden und zusammenhalten, wenn Not am Mann ist. Wie Sie wissen, haben wir bereits 2008, 2009 begonnen, unser Geschäftsmodell neu auszurichten und haben uns dann in 2017 die jetzt immer noch gültige und endgültige Ausrichtung des Geschäftsmodells mit auf den Weg gegeben. Es ist bei uns Ziel einerseits das Standardgeschäft, das normale Sparkassengeschäft, das Sie im täglichen Bedarf auch bei der Sparkasse abrufen können, weiter zu digitalisieren und zu vereinfachen, sodass es benutzerfreundlich auch in den Markt geht, ohne dass Sie sich große Sorgen darüber machen müssen, wie das mit Ihren Bankgeschäften weitergeht. Wir haben darüber hinaus aber auch begonnen, in den Geschäftsfeldern, die ich eben schon genannt habe, wie die Projektfinanzierung oder die strukturierte Finanzierung, eine gewisse Differenzierung zu unseren Kollegen am Markt darzustellen. Dies ist, wenn ich das heute so sagen darf, auch gelungen und hat uns auch durch die Niedrigzinsphase gebracht. Wir sind heute so weit, ich komme gleich noch ein bisschen zu den Ergebnissen, dass wir sagen können, wir werden in absehbarer Zeit keine weiteren
Personalabbau mehr betreiben und auch keine Filialen mehr schließen. Ganz im Gegenteil, wir sind zu der Kenntnis gekommen, die Filialen sind unser Gesicht in der Menge und dieses Gesicht wollen wir nicht verlieren. So investieren wir sogar wieder in die Fläche und sorgen für qualitativ hochwertige und attraktive Arbeitsplätze. Ich darf an zwei Beispiele erinnern, die wir zurzeit im Bau haben. Das ist das neue Beratungscenter in Bingen. Das können Sie sich alle ansehen, oder das Beratungscenter hier vorne in Rüdesheim. All dies, die Erweiterung unseres Geschäftsmodells, die Standardisierungen, die Qualität unserer Mitarbeiter, die Nähe zu unseren Kunden hat dazu geführt, dass wir auch in 2021 noch immer die größte Sparkasse in Rheinland-Pfalz sind. Wir werden sehen, wie das in den nächsten Jahren bei den anstehenden Fusionen aussieht, aber wir sind es zurzeit noch. Und darüber hinaus, auch das darf ich hier sagen, ist es uns gelungen, und soweit wir das überblicken, auch als einzige Sparkasse hier in Rheinland-Pfalz, unsere Betriebsergebnisse im Jahr 2021 um knapp 25% zu steigern. Das ist, glaube ich, ein einzigartiger Faktor. Und dazu danke ich allen Kundinnen und Kunden, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben und mit uns durch dieses Jahr 2021 gegangen sind. Auch ein Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ohne deren Hilfe, ohne deren Motivation, ohne deren Arbeit wir ein solch stolzes Ergebnis auch nicht geschafft hätten. Und jetzt freue ich mich besonders und bin stolz und froh, Ihnen erstmalig Frau Professor Schnitzer bei uns vorstellen zu können. Warum ich stolz und froh bin, zeigt auch die Vita von Frau Professor Schnitzer. Sie ist seit 2020 Mitglied im Sachverständigenrat, also bei den Fünf Weisen, ist Professorin für komparative Wirtschaftsforschung an der Ludwigs-Maximilians-Universität in München, promoviert und habilitiert an der Universität Bonn und war in USA Gastprofessorin bei so renommierten Häusern wie das MIT, Stanford, die Yale-Universität oder Harvard. Wir freuen uns jetzt auf ein Thema, das uns alle beschäftigt, nämlich wann läuft es wieder rund aus der Corona-Krise zurück zur Normalität. Wir wären froh, Frau Professor Schnitzer, wenn Sie uns den einen oder anderen Rat hierzu geben könnten. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich heute, mit Ihnen über die Frage zu sprechen, die uns aktuell alle beschäftigt. Wann läuft es wieder rund aus der Corona-Krise zurück in die Normalität? In unseren Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung haben wir uns in diesem Jahr intensiv mit den Auswirkungen der Pandemie befasst. Und wie es unser Auftrag ist, haben wir auch eine Prognose für das kommende Jahr erstellt. Wir haben uns außerdem mit den zentralen wirtschaftlichen Herausforderungen befasst, die es zu bewältigen gilt, um in die neue Normalität zu gelangen, in die uns der bevorstehende Strukturwandel führen wird. Und so lautet der Gutachtentitel in diesem Jahr: Transformation gestalten, Bildung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Der Titel benennt die drei Themen, die im Fokus unseres Jahresgutachtens stehen und die für die Gestaltung der bevorstehenden Transformation zentral sind. Wir müssen dauerhaft mehr in Bildung investieren, um die Bildungsrückstände aufzuholen, die in der Pandemie noch mehr als sonst gerade bei Kindern aus sozial benachteiligten Familien aufgetreten sind. Wir müssen die Digitalisierung vorantreiben und ihr Potenzial für Wirtschafts- und Produktivitätswachstum noch besser nutzen. Und wir müssen die Nachhaltigkeit stärken, die ökologische und die fiskalische Nachhaltigkeit. Lassen Sie mich im ersten Teil des Vortrags auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie eingehen und dabei aufzeigen, wann wir mit einer Normalisierung rechnen können. Und im zweiten Teil will ich dann näher auf die Herausforderungen der Transformation eingehen. Nach dem tiefen Einbruch im Frühjahr des vergangenen Jahres hat sich die Weltkonjunktur tatsächlich wieder kräftig erholt. Die Erholung hat sich im letzten Jahr dann im Winter aufgrund des neuerlichen Lockdowns verlangsamt und im Frühjahr haben wir in unserem Konjunkturupdate dann eine kräftige Erholung für dieses Jahr prognostiziert. Diese weitere Erholung wurde dann im Sommer dieses Jahres jedoch durch angebotsseitige Engpässe verlangsamt. Wie man in der linken Grafik sieht, kam es zu deutlichen Frachtkostensteigerungen und Lieferengpässen in verschiedenen Bereichen. Besonders auffällig, und Sie haben in der Zeitung davon gelesen, waren die Lieferschwierigkeiten bei den Microchips. Als Folge dieser Engpässe verschiebt sich die Industrieproduktion zum Teil ins nächste Jahr. Und wie die rechte Grafik zeigt,
ist der Auftragseingang weiterhin positiv, das ist die gelbe Linie, und der Auftragsbestand steigt nach wie vor, die grüne Linie. Die Produktion jedoch, die blaue Linie, liegt nach wie vor unter dem Vorkrisenniveau. Deshalb haben wir für dieses Jahr unsere Prognose auf 2,7% Wachstum reduziert, während wir noch im Frühjahr ein Wachstum von 3,1% erwartet hatten, wie die linke Grafik abbildet. Andere waren in der Zwischenzeit sogar noch deutlich optimistischer als wir. Für das kommende Jahr haben wir in unserem Gutachten ein Wirtschaftswachstum von 4,6% prognostiziert. Das Vorkrisenniveau, das zeigt die rechte Grafik, dürfte im ersten Quartal 2022 wieder erreicht werden. An der Stelle lassen Sie mich eine kurze Einschätzung zur aktuellen Entwicklung angesichts der doch stark steigenden Infektionszahlen geben. In unserer Prognose, die wir Ende Oktober fertiggestellt haben, waren wir noch davon ausgegangen, dass es in diesem Winter aufgrund der Impfungen nicht zu einem neuerlichen Lockdown kommen würde. Das aktuelle Ausmaß der Einschränkungen, vor allem in Süd- und in Ostdeutschland, hatten wir so aber nicht unterstellt. Sollten es jetzt Einschränkungen geben, insbesondere auch freiwillige Einschränkungen, sollten die deutlich stärker ausfallen als noch im Oktober von uns erwartet, dann könnte unsere Prognose für das vierte Quartal in diesem Jahr etwas zu optimistisch gewesen sein. Gleichzeitig dürften die wirtschaftlichen Auswirkungen erneuter Einschränkungen aber deutlich geringer ausfallen als im vergangenen Winter, weil inzwischen eben große Teile der Bevölkerung geimpft sind und dadurch Regelungen möglich werden wie 2G oder 2G+. Auch weil die Unternehmen in der Zwischenzeit ihre Geschäftsmodelle angepasst haben und die Konsumenten ihre Konsumpräferenzen weiter anpassen dürften. Die Auswirkungen auf den Einzelhandel und die Dienstleistungen dürften sich zum aktuellen Stand vor allem auf Einschränkungen für Ungeimpfte und auf freiwillige Einschränkungen beziehen. Eine erneute Intensivierung des Onlinehandels könnte das zum Teil abfedern. Zudem sind die Beschränkungen vor allen Dingen auf relativ kleine Bereiche der Bruttowertschöpfung, wie Teile des Gastgewerbes, konzentriert. Ein großer Anteil des Verlusts an Bruttowertschöpfung im vergangenen Winter ging auf den wichtigen Bereich öffentliche Dienstleister, Erziehung und Gesundheit zurück. Aber nach aktuellem Stand sind keine flächendeckenden Schulschließungen geplant. Und da die Ausgaben im Gesundheitsbereich infolge der erneuten Intensivierung der Test- und Impfkampagnen weiter steigen werden, erwarten wir auch beim aktuellen Stand mit dem letzten Winter verglichen keinen so dramatischen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität. Lassen Sie mich zum nächsten spannenden Thema kommen, nämlich Inflation. Das ist eine Entwicklung, die uns aktuell sehr beschäftigt, der zu beobachtende starke Anstieg der Preise. Der ist zum Teil durch eine Reihe von temporären Effekten getrieben. So hat man im letzten Jahr, im zweiten Halbjahr, die Mehrwertsteuer gesenkt, um die Konjunktur anzuregen. Und Anfang dieses Jahres wurde dann diese Mehrwertsteuer wieder auf ihr normales Niveau angehoben. Dazu kam zu Beginn des Jahres die Einführung der CO2-Bepreisung für die Bereiche Verkehr und Wärme. Und das beides hat natürlich dazu geführt, dass die Preise gestiegen sind. Gleichzeitig sind aber auch die Rohstoff- und die Energiepreise deutlich angestiegen. Und auch das ist zum Teil konjunkturell bedingt. Die Preise waren eben im letzten Jahr aufgrund des Wirtschaftseinbruchs deutlich zurückgegangen. Dass sie jetzt wieder anziehen, ist dementsprechend normal, muss nicht von Dauer sein. Möglicherweise sehen wir aber auch Auswirkungen einer von den Exporteuren politisch motivierten Verknappung von Energie. In jedem Fall sind diese Effekte gerade jetzt im zweiten Halbjahr besonders deutlich zu sehen, weil die Berichte der Inflation sich immer bezieht auf das Vorjahr, also auf den Monat im Jahr vor einem Jahr. Für dieses Jahr insgesamt erwarten wir einen durchschnittlichen Inflationsanstieg von 3,1%, auch wenn wir aktuell eben darüber liegen. Für das nächste Jahr erwarten wir einen durchschnittlichen Anstieg von 2,6%. Und wie man in der rechten Grafik sieht, erwarten wir einen Rückkehr zum langfristigen Durchschnitt zum Ende des nächsten Jahres. Eine offene und sehr heftig debattierte Frage ist aber, ob sich die Inflation nicht doch längerfristig erhöhen wird, als man zunächst erwartet hat, als viele zunächst prognostiziert haben. Und das hängt vor allem davon ab,
ob es Zweit- und Drittrundeneffekte geben wird, beispielsweise eben dadurch, dass es zu höheren Lohnabschlüssen kommt, die sich dann doch auch auf die Preise wiederum niederschlagen werden. Das könnte die Inflation längerfristig erhöhen. Aktuell sehen wir das noch nicht. Die bisherigen Lohnabschlüsse waren eher moderat. Und die im nächsten Jahr anstehenden größeren Lohnrunden dürften sich dann vom Ergebnis her, so dass sie sich auf die Preise niederschlagen könnten, erst zum Ende des nächsten Jahres auswirken. Die von der Koalition geplante Erhöhung der Mindestlöhne aber wird sich sicher auswirken, denn man darf davon ausgehen, dass sich das auf zukünftige Tarifabschlüsse auch auswirken wird. Lassen Sie mich jetzt etwas zur Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt sagen. Die linke Grafik, die Sie hier sehen, vergleicht die Dynamik auf dem Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten mit der in Deutschland. Die blauen Linien kennzeichnen Neueinstellungen, die gelben Entlassungen. Die gestrichelten Linien jeweils bilden die Entwicklung in den Vereinigten Staaten ab, die durchgezogene Linie die in Deutschland. Wie Sie sehen, ist die Dynamik im Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten grundsätzlich höher als in Deutschland. Die Linien liegen oberhalb von denen in Deutschland. Es gibt also immer mehr Entlassungen und mehr Neueinstellungen. In der aktuellen Krise aber nahm die Zahl der Entlassungen in den USA massiv zu und nach der raschen Erholung auch schnell wieder ab. Das ist die gelbe durchgestrichelte Linie. Und damit stieg dann auch die Zahl der Neueinstellungen deutlich an. In Deutschland war die Entwicklung ganz anders. Das sieht man in der rechten Grafik sehr gut. Hier haben wir den Maßstab vergrößert, also wir haben reingezoomt, um die Entwicklung besser verfolgen zu können. Wir sehen hier auch in Deutschland nehmen in Rezessionen üblicherweise Entlassungen zu, Neueinstellungen ab. Das sieht man sehr gut am Beispiel der Finanzkrise. Schauen Sie das Jahr 2009 an. Da nahmen, wie gesagt, die Entlassungen zu, die Neueinstellungen ab. In dieser Krise aber, rechter Rand, war es ganz anders. Es wurden weniger Beschäftigte entlassen als sonst. Die gelbe Linie zeigt nach unten. Und Grund dafür dürfte die Ausweitung der Kurzarbeiterregel sein, die Unternehmenshilfen, die gewährt worden sind, die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. All das dürfte verhindert haben, dass es zu Unternehmensschließungen kam und dementsprechend auch zu einem großen Anstieg von Entlassungen. Die Maßnahme war also ganz so, wie die Politik das auch angestrebt hat, zu einer Stabilisierung der Unternehmen und der Arbeitsverhältnisse beigetragen. Inzwischen normalisiert sich die Arbeitskräftenachfrage. Es gibt eine starke Zunahme der Anzahl offener Stellen und die Erwerbstätigkeit insgesamt steigt wieder an. Insbesondere bei sozialversicherungspflichtigen und geringfügig Beschäftigten. Für dieses Jahr insgesamt prognostizieren wir damit eine Arbeitslosenquote von 5,7%, für das nächste Jahr von 5,1%. Auch wenn man sich die Marktaustritte anschaut, dann wird schnell klar, dass die Corona-Krise anders ist als frühere Krisen. In der linken Grafik vergleichen wir die Marktaustritte während der Finanzkrise mit denen während der Corona-Krise. Für die Finanzkrise stehen die durchgezogenen Linien, für die Corona-Krise die gestrichelten Linien. In der Finanzkrise, so sieht man, sind die Unternehmensinsolvenzen, das ist die blaue Linie, angestiegen mit einer gewissen Verzögerung. Die Betriebsaufgaben, das ist die gelbe Linie, sind ebenfalls angestiegen und zwar ziemlich unmittelbar. In der Corona-Krise hingegen sind sowohl die Unternehmensinsolvenzen als auch die Betriebsaufgaben stetig zurückgegangen. Und das liegt, wie ich eben schon erläutert habe, eben an der Ausweitung der Kurzarbeiterregelung, den Unternehmenshilfen und an der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. Bei der Einführung dieser Hilfen gab es deshalb Sorgen, ob es nicht nach Auslaufen dieser Maßnahme zu einer enormen Insolvenzwelle kommen würde. Wir haben deshalb im Gutachten eine Abschätzung vorgenommen, wie hoch die Zahl der ausgebliebenen Insolvenzen und Betriebsaufgaben wohl ist. Und dafür haben wir das sogenannte Kontrafaktum ermittelt. Also, wie hoch wäre die Zahl der Marktaustritte bei der gegebenen Wirtschaftslage, aber ohne die genannten Hilfen? Das zeigt jetzt die rechte Grafik am Beispiel der Betriebsaufgaben. Die blaue Linie zeigt die kontrafaktische Situation, also ohne die Hilfen. Die gelbe Linie zeigt
Wie war die tatsächliche Entwicklung? Und die Differenz, die sagt Ihnen also etwas darüber, wie viele Betriebsaufgaben haben nicht stattgefunden, obwohl man sie normalerweise hätte erwarten sollen. Und hier kommen wir bei unserer Schätzung auf 15.000 ausgebliebene Betriebsaufgaben auf 3.500 ausgebliebene Insolvenzen. Das sind zwar viele, aber doch nicht so viele, wie manche befürchtet haben. Und es sind vor allem kleine und Kleinstunternehmen, die gesamtwirtschaftlich keinen so großen Anteil haben, als dass man mit größeren wirtschaftlichen Verwerfungen rechnen müsste, so schlimm es für die Betroffenen jeweils ist. Und auch das haben wir uns angeschaut. Wenn man sich die ausstehenden Kredite anschaut, dann machen die im Kreditportfolio der Banken keinen so bedeutenden Anteil aus, als dass wir mit Problemen für die Finanzstabilität rechnen müssten. Wir rechnen auch nicht in so großem Umfang tatsächlich mit Nachholeffekten, einfach schon deswegen, weil ja die Hilfsmaßnahmen durchgeführt wurden und die sollten ja genau diese Insolvenzen und Betriebsaufgaben vermeiden. Wir weisen im Gutachten übrigens auch darauf hin, dass gerade für die Klein- und Kleinstunternehmen der geltende Insolvenz- und Restrukturierungsrahmen unzureichend ist. Wir haben eine Expertise dafür in Auftrag gegeben und zeigen, dass er um einen vereinfachten Zugang zu Insolvenzverfahren erweitert werden sollte. Und es sollte eine für diese Unternehmen, für diese kleinen Unternehmen praxistaugliche Restrukturierungsoption erweitert werden. Sinnvoll wäre auch eine Reform der Restschuldbefreiung, die aktuell erst nach 3 Jahren, im Wiederholungsfall sogar erst nach 5 Jahren Wohlverhalten möglich ist. Und ein neuer Antrag darf ohnehin erst nach 11 Jahren gestellt werden, sodass also wirklich eine lange Frist vergeht, bis man ein zweites Mal es wagen und tatsächlich pleite gehen und dann auch von der Restschuld befreit werden kann. Man könnte durch eine neue Regelung hier unternehmerisches Potenzial besser schützen. Und schließlich wäre durch eine Umwandlung von Steuerforderungen in Nachrangdarlehen möglich, die Liquidität verschuldeter, aber grundsätzlich tragfähiger kleiner und Kleinstunternehmen zu steigern. Und man könnte so eine Rückkehr zur wirtschaftlichen Normalität erleichtern. Lassen Sie mich zum Abschluss dieses Teils mit den Auswirkungen der Pandemie auch noch etwas zu den Verteilungseffekten sagen. In der Krise sind die Markteinkommen deutlich gesunken. Die Ungleichheit der verfügbaren Einkommen dürfte jedoch nicht so stark angestiegen sein aufgrund der sozialstaatlichen Maßnahmen. Das kann man an der linken Grafik gut ablesen. Hier wird abgetragen, wie viel Prozent des Markteinkommens in der Krise verfügbar waren. Und die Grafik zeigt, dass rund 80% des Corona-Kriseneffekts auf die Haushaltsmarkteinkommen durch das Steuer- und Transfersystem und durch die diskretionären Maßnahmen aufgefangen wurden. Und zwar über alle Einkommensdezile in ähnlicher Weise. Zu beachten ist auch, dass geringfügig Beschäftigte, geringqualifizierte sowie Selbstständige besonders von Einkommenseinbußen und Arbeitslosigkeit betroffen waren. Das muss man der Ehrlichkeit halber natürlich auch sagen. Besonders große Verteilungseffekte, wenn man so will, hatten die weitreichenden Einschränkungen des Bildungsangebots für die Kinder und die Jugendlichen in dieser Krise. Das hat zu enormen Lern- und Entwicklungsrückständen geführt, die für die Betroffenen schlimm sind, die zukünftig aber auch hohe gesamtwirtschaftliche Kosten verursachen können. Gerade denken Sie an unseren Fachkräftemangel und was uns da verloren geht. Die rechte Grafik veranschaulicht diese Rückstände in der Pandemie. Besonders schlimm ist, dass diese Rückstände besonders bei leistungsschwachen und sozial Benachteiligten entstanden sind und damit das ja schon bestehende Ungleichgewicht im Bildungssystem weiter verstärken. Das zeigt die untere Grafik exemplarisch am Beispiel der Probleme mit der Hausaufgabenbetreuung, die eben bei Kindern aus Nicht-Akademiker-Haushalten höher ausfiel als bei Kindern aus Akademiker-Haushalten. Und ein letztes Stichwort an der Stelle zum Thema Fachkräftemangel. Ein anderes Problem, das wir in der Krise beobachtet haben, war der Anstieg von offenen Stellen einerseits sowie unversorgten Bewerberinnen und Bewerbern auf dem Ausbildungsmarkt andererseits. Das Matching also hat in dieser Krise nicht so gut funktioniert. Lassen Sie mich jetzt zum zweiten Teil meines Vortrags kommen und damit auf die Frage, wie die anstehende Transformation gestaltet werden kann. Dabei will ich zum einen auf die Digitalisierung eingehen und dann zum zweiten auf das Thema Klimawandel.
Unsere Wirtschaft ist in einem Umbruch begriffen, hin zu einer Wirtschaft, die immer stärker auf Digitalisierung und Nutzung von Daten setzt. Das führt auch zu einer veränderten Beschäftigungsstruktur, das sieht man an der linken Grafik. Der Zuwachs von Beschäftigten im Bereich Informatik, IKT, das ist die hellblaue, die oberste Linie, ist eben deutlich höher als in den anderen Berufszweigen. Die Corona-Pandemie hat nun die Digitalisierung weiter beschleunigt und auch die Nachfrage nach datenbasierten Diensten drastisch gesteigert. Der wachsende Stellenwert von Daten für den Wertschöpfungsprozess zeigt sich in den vergangenen Jahren in vielen europäischen Staaten und über alle Wirtschaftsbereiche hinweg. Unter anderem auch an dem wachsenden Anteil der Unternehmen, die für den Geschäftsbetrieb große Datenmengen, Big Data, analysieren. Das zeigt die rechte Grafik. Diese wirtschaftliche Nutzung von Daten erfasst alle Wirtschaftsbereiche und verspricht auch in vielen Bereichen der Industrie, beispielsweise im Automobilsektor, Potenziale für verbesserte Produktionsprozesse, aber auch neue Geschäftsmodelle. Denken Sie beispielsweise an die digitalen Zusatzleistungen, wie sie durch Tesla angeboten werden. Trotzdem sehen wir nach wie vor eine große Zurückhaltung, gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen, bei der Nutzung solcher datengetriebener Technologien. Hier am Beispiel in der Grafik bei der gewerblichen Nutzung digitaler Plattformen. Hinter dieser Zurückhaltung wird oft ein fehlendes Bewusstsein der konkreten wirtschaftlichen Chancen gesehen, die sich aus der Nutzung digitaler Plattformen ergeben könnten. Oder die fehlende Anschlussfähigkeit vermutet an die Unternehmenskultur. Aber auch der Fachkräfteengpass bei IKT-Fachkräften, der Mangel an Personal mit Kenntnissen über digitale Geschäftsinnovation oder rechtlichen Rahmenbedingungen zur Datennutzung, all das könnte eine Rolle spielen. In Umfragen nennen die Unternehmen auch vermehrt Sicherheitsbedenken gegenüber der Nutzung datengespeister und datengenerierender Produkte und Dienste durch externe Anbieter. Das gilt erst recht bei der Nutzung von Cloud Computing, also von Computerressourcen, die im Internet als Dienstleistung bereitgestellt werden. Ihr Vorteil ist die variable Skalierbarkeit, aber eben auch zahlreiche zusätzliche Dienstleistungen, die oft damit verbunden werden. Auch hier ist die Nutzerrate zwar gestiegen, aber im europäischen Vergleich ist sie in Deutschland immer noch sehr gering. Was kritisch diskutiert wird in diesem Zusammenhang, ist auch die große Dominanz der Hyperscaler aus den Vereinigten Staaten oder China, die 80% des Cloud-Marktes dominieren. Die große Dominanz und die enorme Marktkapitalisierung der US-amerikanischen und chinesischen Unternehmen sieht man auch bei Plattformen generell. Im Vergleich dazu nehmen sich die beiden deutschen Plattformen, die jüngst in den DAX 40 aufgestiegen sind, winzig aus. Und das, wobei, Achtung, die Skalierung für die deutschen Unternehmen, das ist die rechte Skala, verzehnfacht wurde, damit man die Balken im Vergleich mit der linken Skala überhaupt erkennen kann. Ja, um die Entwicklung in Deutschland voranzutreiben, gibt es viele Hemmnisse abzubauen, die wir im Gutachten ausführlich beleuchtet haben. Und statt auf diese im Einzelnen einzugehen, will ich stattdessen ein paar Highlights aus dem gerade fertiggestellten Koalitionsvertrag vorstellen. Im Koalitionsvertrag wird vorgesehen, die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung deutlich voranzutreiben. Interessanter Satz an der Stelle, auch die Wirtschaft soll in der Verwaltung einen Verbündeten haben. Es soll einen Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung mit den Ländern geben. Die flächendeckende Versorgung mit Glasfaser und dem neuesten Mobilfunkstandard soll gewährleistet werden. Die Cybersicherheitsstrategie und IT-Sicherheitsrecht sollen weiterentwickelt werden. Dabei sollen nicht vertrauenswürdige Unternehmen beim Ausbau kritischer Infrastrukturen nicht beteiligt werden. Ein Dateninstitut soll die Datenverfügbarkeit und die Datenstandardisierung vorantreiben. Es sollen Datentreuhändermodelle und Lizenzen etabliert werden. Es sollen Investitionen in künstliche Intelligenz, in Quantentechnologien, in Cybersicherheit und vieles mehr gestärkt werden. Und es soll einen besseren Zugang zu öffentlichen Ausschreibungen und Beschaffungsprozessen für GAF und EDU-Tech-Startups geschaffen werden. Insgesamt eine Fülle ganz wichtiger Maßnahmen, die es jetzt zügig umzusetzen gilt.
Ja, lassen Sie mich schließlich auf die Herausforderungen des Klimawandels eingehen. Es besteht kein Zweifel, dass sich der Klimawandel nur durch eine gemeinsame Anstrengung aller Länder aufhalten lässt, wirksam aufhalten lässt. Allerdings sind die Länder ganz unterschiedlich stark betroffen und somit sind auch ihre Interessen bei den Verhandlungen sehr heterogen. Die Grafik, die Sie hier sehen, zeigt die unterschiedliche Betroffenheit der Länder durch die direkte Klimagefährdung, also beispielsweise durch den Anstieg des Meeresspiegels, durch Extremwettersituationen, durch Flut- oder Dürrekatastrophen. Am stärksten, das sieht man in der Grafik, betroffen sind die Länder in Äquatornähe und damit vor allen Dingen eben die Schwellen- und die Entwicklungsländer. Die Industrieländer sind stärker von sogenannten transitorischen Risiken betroffen, also Risiken, die dadurch bestehen, dass sie ihre Wirtschaft von fossilen Energieträgern umstellen müssen auf erneuerbare Energien. Der Indikator Vulnerabilität, der hier abgebildet ist, der umfasst beide Risiken, diese direkte Klimagefährdung, die transitorischen Risiken und dann noch ein drittes, nämlich die Fähigkeit, sich an diese Risiken anzupassen. Der integriert also diese drei Maßzahlen und vereint dies in einem Indikator, der sich Vulnerabilität nennt. Die Grafik zeigt jetzt, dass dieser Indikator negativ mit dem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf korreliert ist. Das heißt, die reichsten Länder sind am wenigsten vulnerabel. Oder umgekehrt, die vulnerabelsten sind am ärmsten. Um zu einem gemeinsamen Vorkommen zu kommen, ist es deswegen wichtig, dass die Länder sich koordinieren und sinnvollerweise in einem Klimaclub zusammentun. Entscheidend wäre es hier, dass die Vereinigten Staaten und China zu einer Teilnahme, zu einem solchen Klimaclub zu bewegen sind. Und um die Schwellen- und Entwicklungsländer zu mitmachen, zu motivieren, muss man über Anreize, beispielsweise durch finanzielle Transfers nachdenken, über Technologietransfers oder auch über Handelsanreize. Für Deutschland selbst stellt sich die Frage, wie angesichts der hohen Abhängigkeit von Energieimporten der Umstieg auf erneuerbare Energien gelingen kann. Aktuell importiert Deutschland netto 60% seiner Energie. Gleichzeitig ist beschlossen, aus der Atomenergie auszusteigen, in absehbarer Zeit auch aus der Kohle. Und um diesen Übergang zu schaffen, müssen die erneuerbaren Energien massiv ausgebaut werden. Diskutiert werden in diesem Zusammenhang auch Energiepartnerschaften mit Ländern, in denen künftig in großem Umfang erneuerbare Energie erzeugt werden kann. Angesichts all dieser Herausforderungen ist es wieder interessant, einen Blick in die Koalitionsvereinbarungen zu werfen. Hier steht, dass bis 2030 80% des Strombedarfs aus erneuerbaren Energien genutzt werden sollen. Und der Kohleausstieg idealerweise bis 2030 vollendet sein soll. Dafür gilt es, erneuerbare Energie massiv auszubauen. Und hier sollen die Verfahrensdauer mindestens halbiert werden. Es soll zum Beispiel die Dachfläche für Solaranlagen stärker genutzt werden. Für die heimische Industrie, insbesondere für die Grundstoffindustrie, ist vorgesehen, sogenannte Carbon Contracts for Difference einzuführen. Es sollen sichere Absatzmärkte für klimafreundliche Produkte geschaffen werden, durch Mindestquoten in der öffentlichen Beschaffung. Es soll einen KfW-Transformationsfonds geben, Leuchtturmprojekte sollen gefördert werden. Es soll Anreize für Leitmärkte geben. Der Fokus soll auf dem Ausbau der Infrastruktur liegen. Ladesäulen, Stromnetze, Gasnetze, Wasserstoffnetz, Infrastruktur, all das muss massiv ausgebaut werden. Darüber hinaus soll es einen europaweiten CO2-Grenzausgleichsmechanismus geben, um die Exportindustrie zu schützen, die bei höheren CO2-Preisen im Ausland im Nachteil wäre. Das soll aber WTO-konform, das muss WTO-konform sein. Die Exportindustrie, wie gesagt, soll nicht benachteiligt sein. Und schließlich geht es darum, einen Klimaclub zu gründen mit einheitlichem CO2-Mindestpreis und eben einem solchen gemeinsamen CO2-Grenzausgleich. Und schließlich gilt es, Energiepartnerschaften zu stärken, wie ich das eben auch schon angesprochen hatte. Auch hier gilt es, all diese Maßnahmen sind zügig anzugehen, um möglichst bald ihre Wirkung zu entfalten. Ja, viele der angesprochenen erforderlichen Maßnahmen setzen Investitionen voraus in erheblichem Umfang und dafür braucht es
wachstumsfreundliche, verlässliche Rahmenbedingungen. Es müssen nicht monetäre Hemmnisse abgebaut werden durch Vereinfachung von Verfahren. Wir haben eben schon gesehen, in den Koalitionsvereinbarungen ist so etwas vorgesehen. Die Ausgaben müssen natürlich prioritär für diese Dinge ausgegeben werden, die tatsächlich im Sinne dieser Transformation wirken. Und es braucht gleichzeitig eine rechtssichere, eine nachhaltige Finanzierungsstrategie zur Verstetigung all dieser erforderlichen Investitionsausgaben. Wir als Sachverständigenrat werden die politische Umsetzung dieser Transformation in jedem Fall konstruktiv begleiten und in unserem nächsten Jahresgutachten sicherlich auch ausführlich kommentieren. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben eine besinnliche Adventszeit. Liebe Kundinnen und Kunden, soweit vielen Dank an Frau Professor Schnitzer für Ihren Vortrag, die uns doch einige interessante Einblicke in das gewährt, was im nächsten Jahr oder über die nächsten Jahre hinweg auf uns zukommen könnte und wie wir eben die Probleme, die dort sind, im Jahr 2022, vielleicht auch noch 2023 zu lösen in der Lage sind. Ich darf mich auch bedanken bei der Oberbürgermeisterin, den Landrätinnen und dem Oberbürgermeister Klaus für ihre Grußworte und möchte auch im Namen meiner beiden Vorstandskollegen Steffen Roskopf und Jörg Brendel Dank sagen, dass sie uns heute auf dem virtuellen Weg durch den politischen Vortrag begleitet haben. Gleichzeitig ist es mir ein Anliegen, Ihnen allen zum Jahresende hin einige beschauliche, gesunde und ruhige Tage zu wünschen und uns allen eine gesunde Weihnacht, ein glückliches neues Jahr 2022 wünschen. Halten Sie uns in Ihrer Erinnerung und halten Sie alle Regeln ein, die wir eben brauchen, um gesund zu werden und gesund zu bleiben. Das wünsche ich uns allen. Frohes Fest.